Everybody get your fucking hands up. Moin Leute, was geht? Heute sind wir auf Skinamp unterwegs und lassen uns einfach mal ein paar leckere Trade-Ups schmecken. Ich habe dazu 7 Skins aufgeladen und wir machen das Ganze natürlich nicht alleine. Mit dabei haben wir den guten Onze. Joho! Wir hoffen mal, dass er uns hier so ein bisschen dabei begleiten kann und ein bisschen Glück bringt. Ja, hoffentlich, ja. Hier gibt es ja schöne Auswahlen, mal 1,5, mal 2, mal 4. Das wären so richtig schöne, dicke Sachen. Ich weiß nicht, wolltest du dir selber einen Skin aussuchen oder soll ich anfangen? Ei, mach mal hier die Glock. Die Glock. Wo ich jetzt auch noch sagen, wie viel? Ja, du darfst dir den Multiplikator aussuchen. Ei. Also ich meine, wir können auch mal durchklicken, was es hier so gibt. Für mal 2 gibt es schon eine Dragonfire. Ne, die hieß nicht Dragonfire. Dragon King. Dragon King, genau. Bei mal 4 gibt es die Evil Daimo mit Statcheck sogar. Mal 10 wäre eine AK-47 Aquamarine Revenge. Auch mal 20 Mascot Flip Knife. Oh. Mach mal mit mal 2, fang einfach mal klein an. Oh, jetzt gibt's die Darkwater, die ist auch nicht schlecht. Würde ich sagen. Komm, do it! Do it! Komm schon. Die schönen Sounds leider nicht. Ah, ich aber. Nice! Sehr schön. Das läuft auch wie geschmiert. Dann bin ich jetzt dran. Was kriegen wir denn hier Schönes? Eine AWP Manowar, eine Boom, Shadow Daggers. Oh Gott, Stat-Track. Ui, die reizen mich ja irgendwie. Aber Stat-Track. M9 Bayonet Scorched. Oh, das wäre okay. Ui. Aber... ah, nicht wenn übel, du was kriegst. Nicht übel. Ach komm, versuchen wir einfach. Souvenir M4. Die will ich nicht. Gib mir nochmal die AWP. Ich will die AWP. Die hat locker irgendwer rausgesnackt. Nein, das will ich nicht. Na gut, dann nehmen wir erstmal die M4 gegen M4. Versuchen wir unser Glück. Komm schon. Gib mir den schönen Sound. Nope. Na. Ah, da kam der Zonk. Keine Chance. Gut, dann such du dir den nächsten Skin aus. Na, machen wir einfach direkt weiter mit der Darkwater. Wieder die Darkwater rein? Ui. Ja, oh ja, mal 2 passt auch, würde ich sagen. Oh, Hypnotic? Gute. Kill Confirmed, ui. Ja, die Frage ist, ob du hier groß gehen willst oder kleinen Profit nach und nach. Ich meine, wir können einfach ausprobieren. Ich meine, ich sag mal so, vermissen würde ich die kleinen Skins jetzt nicht, aber schöne große Skins, die wären schon lecker. Dann mach mal 2 erstmal. Mal 2 auf die Blue Laminate. Okay, auf die Plätze. Fertig, los. Bock, nicht den Zonk, nicht den Zonk. Nope. Oh. Ah, da kam der Zonk. Mann. Ah, das ist echt kacke mit den 37%. Ja. Ah, eigentlich müsste man höher gehen, damit es sich lohnt. Souvenir. Wieder die Shadow Daggers. Die Auswahl ist immer so schwierig. Dann nehmen wir die M4, komm. Jetzt muss er aber wieder funktionieren. Nice. Ja, sehr schön. Das sieht gut aus. So, was hauen wir nun rein? Ah, machen wir die Kartell und dann mal 4. Die Kartell auf mal 4. Oh, ist die hässlich. Oh. Das ist es doch nicht wert. Egal, mach einfach. So, er rechnet neu. Einmal. Ah, scheiße. Egal. Okay, dann hauen wir die zur Not wieder rein, wenn es funktioniert. Ja, richtig. Willst du anzählen? Okay, 3, 2, 1 und los. Los geht's. Komm schon, nicht den Zonk. Bloß kein Zonk. 18,7%? No. Das tut irgendwie weh. Dann hauen wir jetzt die Atomic Alloy rein. Es sind immer noch so schöne Knives drin. Ja, schöne Knives. Ja, schön ist relativ, aber, ne? Ja, Messer. Komm, die AWP Messer. Boom, die lassen wir uns jetzt schmecken. Ja, den Scan würde ich da auch nicht mehr weiterspielen. Ne? Nope! Mann! Aber erstmal haben.
Gut, 3 Skins haben wir noch. Ja, aha. Machen wir die Cyrex auf mal 2. Die Cyrex auf mal 2. So. Dann kann man ihn nur Mensch, das wäre ein schöner Tausch. Das wäre ein schöner Upgrade. Dann hauen wir doch mal drauf da. Daumen drücken. Komm schon. Nice. Jawohl. Den Skin würde ich auch auf jeden Fall auszahlen. Ja, die ist auf jeden Fall genug wert. Ah ja. Dann ballern wir mal die 5-7 rein. Was kriegen wir denn hier schon? So ein Case. Wow. Oh Gott. Die wollte ich schon immer haben. Die Boom. Oder du gehst jetzt auf ein Messer. Versuchst es. Könnt's eigentlich mal versuchen, ne? Wenn 7,5%, das wäre schon lucky. Ja. Ach komm, scheiß der Hund drauf. Einfach mal versuchen. Auf die Plätze. Fertig. Los. Komm schon. Wir brauchen die Buttplugs. Bitte. Bitte. Buttplugs. Bitte. Brauchen wir. Bitte. Nice. Ja. Jawoll. 7%. Geil. Jawoll. Damit ist das Plus definitiv gesichert. Dann machen wir noch die Cordicera rein. Wo hauen wir sie hin? Machen wir mal 4. Mal 4 auf eine Battle Scarred Asimov. Ja, eine gute Asimov noch zum Abschluss. Da hältst du AK, AWP und ein Messer. Also wäre das perfekte Setup. Na, die T-Seite wäre gesichert. Ja. Alles klar. Willst du nochmal runterzählen? Hat nicht so Glück gebracht. Du musst, glaube ich, wieder dein Anzählen machen. Ich muss runterzählen, okay. 3, 2, 1, go. Ja, nochmal Daumen drücken. Daumen drücken. Ganz feste, ganz feste. Warum schon? Nice! Ja, jawohl! Ja, perfekt! Das ist doch mal ein richtig schönes Plus heute. Ja, 7,5 gewonnen. Wir sind mit, glaube ich, $35 sind wir reingegangen. Wir haben hier schon allein 47. Dann haben wir nochmal 25. Oh, das macht schon 70. Fett, plus noch die AK. Alter, 25. Huni. Das ist fast ein Huni. Ja, krass. Das ist richtig nice. Na, die werde ich mir auf jeden Fall aus. Und jetzt alles mal 20. Das wäre auf jeden Fall eine dicke Summe. Gibt's nicht mal was für? Für die gibt's auch kein mal 20. Dann gibt's für die AK auch kein mal 20. Das ist aber schade, oder? Das tut mir jetzt aber leid. Komm, Glück, die lassen wir uns erstmal richtig schön schmecken. Ja, geil, ey. Also hab ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, so. Ich auch nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier wirklich broke gehe. Richtig schön. Das ist heftig. Derzeit keine Handelsanfragen. Oh, da ist die Asimov. Ja, weil es noch nicht fertig geladen ist. Und mit Kenny S-Sticker sogar. Oh, Kenny S. AWP Gold. Und da ist der Rest in Doppelpack. Sehr schön. Das gefällt mir. Einsatzerpunkt. Aber die hat auch nochmal 3 schöne Sticker drauf. Ja, schön, naja. Ah, der Don't Worry Sticker ist sogar ein Holo. Nice. Ah, das Messer ist sogar okay. Also ja, fast, ich meine, es sind zwar nur Buttplugs, aber, ne? Ja, manche haben jetzt gar kein Messer, deswegen geht es schon. Richtig. Also auf jeden Fall eine wirklich schöne Sache. Ja, Leute, das war's. Wir haben heute richtig reingelackt. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Schreibt mir einen Kommentar, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Und dann würde ich sagen, überlassen wir das Schlusswort dem guten Onze. Ja, auf jeden Fall fett abgeräumt. Hätte, glaube ich, keiner mit gerechnet. Ja, und haut rein und grüßt die Mutti.